Es war einmal. Diese magische Wendung steht am Anfang jeder guten Geschichte. Doch was für eine Geschichte hat die Zeit? Wir sagen, dass die Zeit fliegt und dass Zeit Geld ist. Wir verschwenden Zeit, wir schlagen die Zeit tot und wir versuchen, Zeit zu sparen. Aber wie viel wissen wir wirklich über die Zeit? Genau wie dieser Fluss scheint die Zeit unablässig zu fließen, von einem Moment zum nächsten. Und der Strom der Zeit scheint immer in dieselbe Richtung zu fließen, der Zukunft entgegen. Doch vielleicht stimmt das gar nicht. Im letzten Jahrhundert hat die Wissenschaft herausgefunden, dass viele unserer Vorstellungen von der Zeit womöglich nichts weiter als eine Illusion sind. Entgegen unseren alltäglichen Erfahrungen fließt die Zeit vielleicht gar nicht. Unsere Vergangenheit ist unter Umständen gar nicht vergangen und unsere Zukunft vielleicht schon da. Wie sich herausgestellt hat, kann sich die Zeit beschleunigen oder auch verlangsamen. Und Ereignisse, die sich scheinbar immer nur in eine Richtung entwickeln, können auch in umgekehrter Reihenfolge stattfinden. Doch wie kann das sein? Wie können wir bei etwas so Vertrautem einer solchen Täuschung unterliegen? Aber was ist Zeit dann? Hatte sie einen Anfang? Wird sie ein Ende haben? Wo liegt ihr Ursprung? Wir sehen die Zeit gern als eine Sache an. Doch sie entzieht sich dieser Vorstellung durch ihre Vergänglichkeit. Und sie lässt sich nur mit Begriffen definieren, die ihrerseits mit Zeit zu tun haben. Zeit ist etwas, mit dem jeder vertraut zu sein glaubt, bis er sie genauer beschreiben soll. Die Definition von Zeit ist die große Preisfrage der Physik. Es gibt eigentlich keinen Aspekt der Zeit, den wir wirklich vollkommen verstehen. Wie lässt sich ein so großes und schwer fassbares Rätsel wie die Zeit lösen? Nun, eine Methode besteht im Messen der Zeit. Mit Hilfe von Uhren jeglicher Art, Größe und Beschaffenheit messen wir die Zeit seit Jahrtausenden mit zunehmender Genauigkeit. Die allererste Uhr war eine, die sozusagen nur einmal pro Tag tickt, die rotierende Erdkugel. Von der sich täglich wiederholenden Drehung unseres Planeten um seine eigene Achse bis hin zu seiner jährlichen Umkreisung der Sonne nutzen wir seit jeher die regelmäßige Bewegung der Erde, um die Zeit zu messen. Der Mensch hat stets nach Wiederholungen Ausschau gehalten. Und auf diesen regelmäßigen Zyklen basiert die Uhr. Zeit ist für uns nichts weiter als ein sich ständig wiederholender Prozess. Die Bewegung der Erde lässt die Sonnenuhr den Tag in Stunden unterteilen. Die Erde dreht sich täglich einmal um ihre Achse und dadurch gibt es für uns die Einteilung in Tage. Mit Hilfe eines schwingenden Pendels wurden die Stunden in Minuten und Sekunden aufgeteilt. Mit Hilfe der Schwingungen eines Quarzkristalls erreichten wir eine Präzision von einer Tausendstel Sekunde. Im National Institute of Standards and Technology in Colorado tickt eine absolute Uhrzeit. Das ist die offizielle amerikanische Zeit. Genauer geht es nicht. Hier wird die Zeit mit einzigartiger Präzision gemessen, mit Hilfe eines der kleinsten Objekte im Universum. Ein Atom. Hier mit einem Cäsiumatom. Atome haben eine natürliche Frequenz. Und alles, was vibriert, also eine stabile Schwingung abgibt, kann als Uhr verwendet werden. Die Frequenz, mit der die Cäsium-Uhr tickt, ist der offizielle Zeitmesser für die Welt. Wenn ein Cäsiumatom mit Energie bombardiert wird, beginnt es zu schwingen. Dabei strahlt es über 9 Milliarden Lichtimpulse pro Sekunde aus. Wir zählen die Schwingungen des Atoms. Das Cäsiumatom tickt 9.192.631.770 Mal pro Sekunde. Immer wenn Sie bis zu dieser Zahl gezählt haben, ist eine Sekunde vergangen. Und so immer weiter, Sekunde für Sekunde.
Das ist wirklich erstaunlich. Meine Armbanduhr geht nach einigen Monaten ein paar Sekunden vor oder nach. Aber diese Uhren weichen erst nach 100 Millionen Jahren um eine Sekunde ab. Dieses Ersetzen eines Zeitmessers durch einen anderen, präziseren Zeitmesser ist seit Jahrhunderten Gegenstand eines ständigen Reformprozesses in der Physik. Doch wie präzise unsere Uhren auch sein mögen, die Zeit ist bis heute ein Rätsel geblieben. Uhren können uns die Zeit angeben, sagen aber nichts über das Wesen der Zeit selbst aus. Was genau messen wir eigentlich? Wir wissen vielleicht nicht, was Zeit ist, aber die Erfahrung, dass die Zeit vergeht, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Wir denken ständig an die Zeit, indem wir uns an Vergangenes erinnern, Pläne für die Zukunft schmieden und nach dem Rhythmus der Uhr leben. Tick, tick, tick. Wer das Gedränge auf einem beliebigen Bahnhof beobachtet, spürt, wie die Zeit unser Leben bestimmt. Weniger bekannt ist, dass der Eisenbahnverkehr selbst eine wichtige Rolle bei den Erkenntnissen über das Wesen der Zeit spielte. Die Fahrkarte, bitte. Liegen wir gut in der Zeit? Ja, Sir. Vielen Dank. In der Frühzeit des Eisenbahnverkehrs war die Zeit ein besonderes Problem. Damals hatte jede Stadt ihre eigene Zeit. Mittag war immer dann, wenn die Sonne im Zenit stand, mehr oder weniger. Wie viel Uhr es in anderen Städten war, interessierte kaum jemanden. Noch komplizierter wurde das Ganze dadurch, dass sich der Fahrplan nach der Zeit der Stadt richtete, in der die Reise begonnen hatte. Ein Zug, der von Paris nach Genf fuhr, behielt also die gesamte Fahrt über die Pariser Zeit bei. Während sich der entgegengesetzte Zug von Genf nach Paris nach der Genfer Zeit richtete. Als sich dann mehr und mehr Bahnstrecken kreuzten und an den Knotenpunkten immer mehr unterschiedliche Zeiten beachtet werden mussten, entstand ein albtraumhaftes Durcheinander. Die Notwendigkeit, die Uhren über große Entfernungen hinweg aufeinander abzustimmen, wurde immer dringlicher. Besonders dort, wo Städte nur durch eingleisige Strecken verbunden waren. Damit begann die moderne Geschichte der Zeit. Während der Bedarf an synchronisierten Uhren immer größer wurde, erhielt ein junger Physiker namens Albert Einstein eine Anstellung beim Schweizer Patentamt in Bern. Dort hatte er Zugang zu allen großen Erfindungen der damaligen Zeit. Die Patente zeugten von neuen, aufregenden Möglichkeiten zur Synchronisation von Uhren durch Telegrafensignale oder Funkwellen. All das machte die Synchronisation der Zeit und die Frage, was Zeit ist und wie sie gemessen wird, zu einem sehr wichtigen und spannenden Thema für Einstein. Einstein sollte die Welt schon bald durch eine radikale Erkenntnis über das Wesen der Zeit verändern. Die mechanischen Geräte waren für ihn dabei eine Inspirationsquelle. Einstein erkannte, dass diese Versuche zur Synchronisation von Uhren weit mehr als nur kreative Neuerungen waren. Er begriff, dass sie einen grundlegenden Fehler in unserer Vorstellung von der Zeit selbst offenbarten. Die meisten Menschen haben eine sehr einfache, direkte Sicht der Zeit. Zeit verstreicht immer auf dieselbe Weise, für alle und überall. Diese Alltagsvorstellung geht auf den Vater der modernen Wissenschaft, Isaac Newton, zurück. Für Isaac Newton ist die Zeit eine unveränderliche Eigenschaft des Universums. Zeit fließt immer mit derselben Geschwindigkeit.
Die Zeit vergeht einfach, ohne dass wir darauf Einfluss hätten. Newtons Vorstellung von der Zeit mag vernünftig erscheinen, doch Einstein erkannte, dass sie falsch war. Er stellte fest, dass Zeit unterschiedlich schnell vergehen kann. Seltsamerweise kann das bedeuten, dass sich meine Zeit nicht mit der meiner Mitmenschen deckt. Einsteins Entdeckung machte Newtons Vorstellung von der Realität zunichte. Für Einstein ist die Zeit nicht im gesamten Universum gleich, sondern ist eine individuelle Erfahrung. Einsteins Theorie ist wesentlich komplexer. Jeder hat seine eigene Zeit, die mit einer ganz persönlichen Geschwindigkeit fließt. Es gibt keine Zeit im Sinne eines universellen Flusses, sondern verschiedene Zeiten. Einstein kam zu diesem unerhörten Schluss, als er eine Verbindung zwischen Raum und Zeit aufdeckte. Was Einstein herausfand, war, dass es eine tiefgreifende Verbindung zwischen der Bewegung durch den Raum und dem Strom der Zeit gibt. Kurz gesagt, je mehr von dem einen vorhanden ist, desto weniger gibt es von dem anderen. Machen wir einen kleinen Ausflug. Ich fahre mit knapp 100 Kilometern pro Stunde nach Norden. Meine gesamte Bewegung verläuft also in nördlicher Richtung. Doch jetzt biege ich auf eine andere Straße ab und fahre nach Nordwesten. Meine Geschwindigkeit beträgt weiterhin 100 Stundenkilometer, aber ich komme nicht mehr so schnell nach Norden wie noch vor einer Minute. Dies liegt daran, dass ein Teil meiner nördlichen Bewegung nach Westen umgeleitet oder abgegeben wird. Einstein erkannte, dass zwischen Raum und Zeit eine ganz ähnliche Verbindung besteht wie hier zwischen Nord und West. Mit dieser überraschenden Einsicht widerlegte Einstein die verbreitete Vorstellung, dass Zeit für alle gleich schnell vergeht. Nehmen wir ein Beispiel. Der Mann dort drüben würde sagen, dass ich mich augenblicklich nicht bewege. Doch das stimmt nicht. Ich bewege mich vielleicht nicht durch den Raum, aber dafür durch die Zeit. Schließlich läuft meine Uhr weiter und weiter. Solange ich stillstehe, also mich nicht durch den Raum bewege, ist meine gesamte Bewegung auf die Zeit beschränkt. Doch was passiert, wenn ich auf den Mann zugehe? Wir haben natürlich einen Effekt auf die Uhr gelegt, aber weil ich mich jetzt bewege, tickt meine Uhr für sein Empfinden langsamer. Das liegt daran, dass aus seiner Sicht ein Teil meiner vorherigen Bewegung durch die Zeit in meine Bewegung durch den Raum umgeleitet wird. Und das gilt nicht nur für meine Uhr. Wir verstärken jetzt den Filmeffekt noch einmal. Er nimmt auch meine Bewegungen und meine Stimme als langsamer wahr. Und wenn ich nun stehen bleibe, stimmt der Fluss der Zeit auf unseren Uhren wieder überein. Das war Einsteins wichtigste Erkenntnis. Eine Bewegung durch den Raum beeinflusst den Verlauf der Zeit. Es ist verblüffend, dass Sie und ich die Zeit unterschiedlich wahrnehmen. Warum sollte unsere Zeitwahrnehmung davon abhängen, wie wir uns bewegen? Das ergibt keinen Sinn. Für denjenigen, der sich bewegt, vergeht die Zeit langsamer. Das ist verblüffend. Einstein war der Erste, der sich so etwas vorstellen konnte. Einsteins Erkenntnis war einzigartig. Aber warum bemerken wir davon nichts im Alltag? Bei dem langsamen Tempo, mit dem wir uns hier auf der Erde bewegen, ist der Einfluss der Bewegung auf die Zeit so gering, dass wir ihn nicht wahrnehmen. Doch der Effekt ist real und messbar. Hierzu benötigen wir lediglich zwei Atomuhren und ein Düsenflugzeug. Dieses Experiment wurde 1971 durchgeführt, als Wissenschaftler mit einer Atomuhr um die Welt flogen und sie dann mit einer zweiten Atomuhr am Boden verglichen.
Es war, wie Einstein vorhergesagt hatte, die beiden Uhren stimmten nicht mehr überein. Die Abweichung betrug nur wenige hundert Milliardstel Sekunden. Dennoch war der Einfluss der Bewegung auf den Fluss der Zeit damit bewiesen. Einsteins Theorie ist viele Male überprüft worden und es hängt alles zusammen. Seine Theorie bildet die Grundlage für einen großen Teil unserer heutigen Naturwissenschaft. Diese Effekte, die früher eher abgetan wurden, sind für moderne Technologien von großer Bedeutung. Durch seine Entdeckung dieser Verbindung zwischen Raum und Zeit erkannte Einstein, dass sie nicht länger als zwei unabhängige Begriffe betrachtet werden konnten. Damit verschmolzen Raum und Zeit zur sogenannten Raumzeit. Einstein vereinte die Vorstellung von Raum und Zeit zu einer vierdimensionalen Struktur namens Raumzeit. Und diese Vereinigung von Raum und Zeit führte Einstein zu seiner vielleicht verblüffendsten Erkenntnis. Unsere scharfe Trennung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist möglicherweise nur eine Illusion. Im Alltag nehmen wir die Zeit als einen kontinuierlichen Fluss wahr. Doch es kann auch nützlich sein, sich die Zeit als eine Reihe von Schnappschüssen oder Augenblicken vorzustellen. Jedes Ereignis kann so als eine Abfolge vieler Momente gesehen werden. Moment um Moment. Und wenn wir uns alle Momente oder Schnappschüsse hintereinander vorstellen können, alle Momente hier auf der Erde, alle Momente, in denen die Erde die Sonne umkreist und alle Momente des gesamten Universums, dann würden wir sämtliche Ereignisse sehen, die jemals geschehen sind oder geschehen werden. An allen Orten im Universum und zu allen Zeiten. Von der Geburt unseres Universums durch den Urknall vor rund 14 Milliarden Jahren, über die Entstehung der Sterne in unserer Milchstraße, über die Entstehung der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren, über die Zeit der Dinosaurier, bis hin zu heutigen Ereignissen auf der Erde, wie meiner Arbeit im Büro. Mit dem Begriff der Raumzeit machte Einstein unsere alltägliche Trennung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zunichte. Um hierfür ein Gefühl zu bekommen, müssen wir über den scheinbar einfachen Ausdruck jetzt nachdenken. Auf meiner persönlichen Jetzt-Liste könnten folgende Ereignisse stehen: das Ticken der Uhr in meinem Büro. Meine Katze springt vom Fensterbrett. Aber auch weit entfernte Vorgänge, wie das Auffliegen einer Taube in Venedig, der Aufschlag eines Meteors auf dem Mond oder die Explosion eines Sterns in einem entlegenen Teil des Universums. Diese und alle anderen Ereignisse, die für mich zur selben Zeit, aber in verschiedenen Regionen unseres Universums geschehen, machen meine intuitive Vorstellung von jetzt aus. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf einer identischen Scheibe der Raumzeit liegen. Nennen wir sie die Jetzt-Scheibe. Wir gehen davon aus, dass alle Menschen darin übereinstimmen, was genau jetzt geschieht oder existiert. Moment für Moment für Moment. Das heißt, wir sind uns einig, was auf einer bestimmten Zeitscheibe liegt. Einstein hat jedoch gezeigt, dass sich diese alltägliche Vorstellung seltsamerweise als falsch erweist, sobald Bewegung ins Spiel kommt. Um das zu verstehen, muss man sich die Raumzeit wie einen Laib Brot vorstellen. Einstein erkannte, dass es verschiedene Wege gibt, Raumzeit in einzelne Scheiben zu zerlegen, so wie man einen Brotlaib auf verschiedene Weise in Scheiben schneiden kann. Da Bewegung den Verlauf der Zeit beeinflusst,
hat jemand, der sich bewegt, einen anderen Jetzt-Begriff. Er wird daher die Raumzeit in andersartige Jetzt-Scheiben zerlegen. Seine Scheiben werden einen anderen Winkel aufweisen. Eine Person, die sich bewegt, wird ihre Zeitscheiben in einem anderen Winkel schneiden, nicht parallel zu meinen Zeitscheiben. Um ein Gefühl für diesen seltsamen Effekt zu bekommen, stellen wir uns mal einen Außerirdischen vor, der in einer Galaxie lebt. Und dort, 10 Milliarden Lichtjahre entfernt auf der Erde, sitzt der Mann von der Tankstelle. Solange beide ganz still sitzen und sich im Verhältnis zueinander nicht bewegen, ticken ihre Uhren synchron. Und sie teilen dieselben vollkommen geraden Jetzt-Scheiben. Doch was geschieht, wenn der Außerirdische auf sein Fahrrad springt und sich von der Erde entfernt? Da Bewegung den Fluss der Zeit verlangsamt, ticken ihre Uhren nun nicht mehr mit derselben Geschwindigkeit. Und sobald ihre Uhren nicht mehr im Gleichlauf sind, stimmen auch ihre Jetzt-Scheiben nicht mehr überein. Die Jetzt-Scheibe des Außerirdischen schneidet die Raumzeit in einem Winkel in Richtung Vergangenheit. Da der Außerirdische in einem gemächlichen Tempo radelt, weicht seine Scheibe nur leicht zur Vergangenheit hin ab. Doch über eine so gewaltige Entfernung hinweg wird aus diesem winzigen Winkel ein riesiger Zeitunterschied. Was der Außerirdische auf seiner schrägen Scheibe findet und als Jetzt-Ereignisse auf der Erde betrachtet, schließt also weder unseren Freund an der Tankstelle noch dessen Kindheit vor 40 Jahren mit ein. Die Jetzt-Scheibe des Außerirdischen hat sich erstaunlicherweise mehr als 200 Jahre weit in die Vergangenheit der Erde verschoben und enthält nun Ereignisse, die aus unserer Perspektive einer fernen Vergangenheit angehören. Wie etwa die Vollendung von Beethovens 5. Sinfonie. Selbst bei relativ niedriger Geschwindigkeit kann es zu gewaltigen Abweichungen unserer Jetzt-Begriffe kommen, wenn die räumliche Entfernung nur groß genug ist. Und als wäre das noch nicht seltsam genug, macht auch die Richtung der Bewegung einen Unterschied. Was passiert, wenn der Außerirdische umdreht und auf die Erde zuradelt? Die neue Jetzt-Scheibe des Außerirdischen ist nun in die Zukunft verschoben und schließt Ereignisse ein, die auf der Erde erst 200 Jahre später stattfinden werden. Vielleicht wird die Ur-Ur-Urenkelin unseres Freundes gerade von Paris nach New York gebeamt. Wenn ein fremder Jetzt-Begriff Ereignisse einschließen kann, die ich als Vergangenheit oder Zukunft betrachte, ohne dass dieser fremde Jetzt-Begriff weniger gültig wäre als meiner, folgt daraus, dass Vergangenheit und Zukunft Wirklichkeit sein müssen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind also gleichermaßen real. Sie existieren. Nach den Gesetzen der Physik sind die Zukunft und die Vergangenheit genauso wirklich wie der gegenwärtige Moment. Die Vergangenheit ist nicht vergangen und die Zukunft existiert bereits. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart existieren gleichermaßen. So wie wir den gesamten Weltraum als existent annehmen, sollten wir auch die gesamte Zeit als existent sehen. Alles, was jemals geschehen ist oder geschehen wird, existiert. Von Da Vincis letztem Pinselstrich an seiner Mona Lisa über die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung und unseren ersten Schultag, bis hin zu Ereignissen, die aus unserer Perspektive in der Zukunft liegen, wie die erste bemannte Mars-Mission. Mit dieser kühnen These erschütterte Einstein die Grundlagen unserer Zeitwahrnehmung. Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sagte er einmal, ist nur eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige. Doch wenn jeder Augenblick in der Zeit bereits existiert, wie erklärt sich dann unser sehr reales Gefühl, dass die Zeit wie dieser Fluss unablässig vorwärts zu fließen scheint?
Nun, möglicherweise täuschen wir uns und die Zeit fließt gar nicht. Vielleicht ähnelt der Strom der Zeit eher einem eingefrorenen Fluss, in dem jeder Moment für immer fest eingeschlossen ist. Das anschaulichste Bild, das wir von der Welt haben, hat mit diesem Fluss der Zeit zu tun. Aber die Physik versetzt unsere Alltagswahrnehmung von der Zeit einen radikalen Schlag. Unser gesamter Zeitbegriff basiert auf der Gegenwart. Wir können nur diesen Jetzt-Moment begreifen. Die Gesetze der Physik machen keinen Unterschied zwischen verschiedenen Jetzts. Die Dinge verändern sich lediglich aus unserer subjektiven Perspektive. Genau wie ein ganzer Film auf eine Filmrolle gebannt ist, sind auch alle Momente der Zeit bereits existent. Der Unterschied besteht darin, dass die einzelnen Bilder im Kino von einem Projektor beleuchtet werden. Doch in den Gesetzen der Physik gibt es keinen Hinweis auf so etwas wie eine Projektorlampe, die bestimmte Momente auswählt und beleuchtet. Unser Gehirn mag uns das vorgaukeln, doch in Wirklichkeit ist all das, was wir als den Fluss der Zeit wahrnehmen, möglicherweise nichts weiter als eine Illusion. Aber wenn die Zeit wie dieser eingefrorene Fluss gar nicht fließt und alle Zeit bereits existiert, müsste es dann nicht möglich sein, in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu reisen? Boarding für Flug 24, 50 Jahre in die Zukunft. Und würden diese möglichen Zeitreisen dann unseren Vorstellungen entsprechen? Katapultiert sie durch die Zeit in eine Welt der Zukunft. Die Zeitreisenden. Und wenn die Zeitmaschine wieder nicht funktioniert? Leg den Schalter um. Können wir wirklich in jede Zeit reisen? Es ist der Versuch einer Zeitreise. Außerhalb von Hollywood wurde noch keine funktionierende Zeitmaschine entwickelt. Dennoch könnten Zeitreisen erstaunlicherweise möglich sein. Boarding zum schwarzen Loch, Cygnus X1. Eine Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, wäre die Nutzung einer besonderen Eigenschaft der Erdanziehung. Diese Kraft kann großen Einfluss auf die Zeit ausüben. Hallo. Bis später. Ja, viel später. Doch wie ließe sich die Erdanziehungskraft für Zeitreisen nutzen? Einsteins Theorien besagen, dass sich die Erdanziehungskraft ähnlich wie die Bewegung auf die Zeit auswirken kann. Es ist, als könne sie an der Zeit ziehen und so ihren Fluss verlangsamen. Und je stärker die Erdanziehung, desto langsamer die Zeit. Hier auf der Erde ist dieser Effekt zu gering, um ihn zu bemerken. Dennoch ist er real. Im Vergleich zu jemandem, der im obersten Stockwerk eines Wolkenkratzers lebt, verstreicht die Zeit für einen Bewohner im untersten Stockwerk ein klein wenig langsamer, da die Erdanziehung am Boden geringfügig stärker ist. Doch wenn wir zu einem schwarzen Loch reisen könnten, wäre die Wirkung der Schwerkraft auf die Zeit gewaltig. Schwarze Löcher entstehen, wenn große Sterne kollabieren und haben eine extrem starke Schwerkraft. Millionen oder sogar milliardenfach stärker als die Erdanziehung. Wenn uns jemand dabei beobachten könnte, wie wir uns einem schwarzen Loch nähern, würde er sehen, wie sich die Zeit für uns drastisch verlangsamt. Aus der Sicht eines weit entfernten Freundes würden wir uns in der Nähe des schwarzen Lochs langsamer bewegen, langsamer sprechen und auch langsamer altern. Was für ihn Jahre wären, wären für uns Minuten. Je nachdem, wie groß ein schwarzes Loch ist und wie nahe ich ihm bin, wären also nach ein, zwei Stunden im Weltraum auf der Erde rund 50 Jahre vergangen. Ich wäre in die Zukunft der Erde gereist. Guten Tag. Hallo. Lange nicht gesehen. Zeitreisen tun Ihnen gut. Danke. Sie wirken wie ein Jungbrunnen. Bei meiner Rückkehr befinde ich mich also in der Zukunft.
Alle anderen sind um 50 Jahre gealtert, aber ich nur um ein paar Stunden. Zeitreisen in die Zukunft sind eine Sache. Aber was ist mit Zeitreisen in die Vergangenheit? Das wäre unter Umständen möglich, mit etwas, das sich aus einer Einsteinschen Gleichung ergibt, dem sogenannten Wurmloch. Wenn Wurmlöcher tatsächlich existieren, wären sie so etwas wie Abkürzungen durch die Raumzeit. Tunnel, die nicht nur zwei Orte, sondern auch zwei Momente miteinander verbinden. Ein Wurmloch würde einen Teil der Raumzeit mit einem anderen, früheren Teil verbinden. Wie eine Art U-Bahn-Linie durch die Zeit. Nehmen wir an, ich wollte in die Vergangenheit reisen und mich selbst zu Beginn dieses Films treffen. Wenn es ein Wurmloch zwischen diesen beiden Momenten gäbe, bräuchte ich nur hineinzuspringen. Hey, gut, dich zu sehen. Schön, wieder da zu sein. Das wäre schon sehr sonderbar. Doch das eigentliche Problem mit Zeitreisen in die Vergangenheit ist, dass sie ziemlich schnell Verwirrung stiften könnten. Was, wenn ich etwas an meiner Vergangenheit verändern und zum Beispiel verhindern würde, dass meine Eltern sich kennenlernen? Wäre ich dann noch da? Wenn Sie in die Vergangenheit reisen, können Sie keine Ereignisse verändern, denn sie sind bereits geschehen. Sollten Sie auf einer Zeitreise Ihren Großvater getötet haben, kann das nur ein anderer Mann gewesen sein, den Sie für Ihren Großvater hielten. Alles muss irgendwie folgerichtig sein, sei es noch so verdreht. Doch wenn Reisen in die Vergangenheit möglich sind, warum gibt es dann nicht massenweise Touristen aus der Zukunft? Schließlich begegnen uns üblicherweise keine unerschrockenen Zeitreisenden. Wenigstens den meisten von uns passiert das nicht. Daraus lässt sich schließen, dass Zeitreisen in die Vergangenheit zumindest bislang noch nicht möglich sind. Aber da die Wissenschaft Zeitreisen in die Vergangenheit bis heute nicht ausgeschlossen hat, wären sie möglich. Noch ist fraglich, ob sie jemals Realität werden könnten. Aber im Prinzip scheinen solche Zeitreisen nicht unzulässig zu sein. Ich vermute, dass sie unmöglich sind. Aber es ist bemerkenswert, dass wir das noch immer nicht schlüssig beweisen können. Zeitreisen in die Vergangenheit sind also wahrscheinlich ausgeschlossen. Doch was ist mit der allgemein anerkannten Tatsache, dass die Zeit selbst nur in eine Richtung zu strömen scheint? Nämlich gen Zukunft. Wir bezeichnen das als den Zeitpfeil. Der Zeitpfeil ist wahrscheinlich die offensichtlichste Eigenschaft unseres Universums, die wir aber noch nicht vollkommen verstanden haben. Warum wir in einem Universum leben, in dem die Zeit eine bestimmte Richtung hat, bleibt ein Rätsel. Für den Raum gilt das nicht. Im Raum kann ich von New York nach Chicago fahren und dann einfach wieder von Chicago zurück nach New York reisen. Zeit dagegen hat nur eine Richtung. Aber das können wir bislang nicht erklären. Warum fließt Zeit nicht rückwärts? Und was heißt das, wenn wir sagen, die Zeit fließt vorwärts in Richtung Zukunft? Was wissen wir über die Herkunft dieses Zeitpfeils? Warum entfalten sich Ereignisse immer nur in eine Richtung und nie in umgekehrter Reihenfolge? Hat dies mit den Gesetzen der Physik zu tun? Erlauben Sie es einfach nicht, dass so etwas passiert. Doch, das tun sie. Die Gesetze der Physik entsprechen den mathematischen Gleichungen, die wir verwenden, um alles zu beschreiben. Vom Verhalten der Atome bis hin zu den Wirbeln der Galaxien. Sie wurden während jahrhundertelangen Beobachtens und Experimentierens aufgestellt. Aber überraschenderweise sagen die Gesetze der Physik nichts darüber, dass Ereignisse sich in der uns vertrauten Reihenfolge, also vorwärts, entfalten müssen. Gemäß diesen Gleichungen könnten sie auch genauso gut in umgekehrter Reihenfolge stattfinden.
Die meisten Gleichungen, die wir zur Beschreibung des Universums verwenden, sind nicht an einen Zeitpfeil gebunden. Sie funktionieren, was die Zeit betrifft, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Es gibt einen Widerspruch zwischen der Physik, die im Wesentlichen umkehrbar zu sein scheint, und unserem Leben, das nicht umkehrbar ist. Obwohl dies mit unseren Alltagserfahrungen unvereinbar ist, sagen die Gesetze der Physik, dass eigenartige Dinge wie diese hier möglich sind. Doch wie kann das sein? Die Antwort ist nicht so weit hergeholt, wie man meinen könnte. Ein Beispiel. Wir alle wissen, was passieren wird, wenn ich dieses Glas Wein fallen lasse. Der Gedanke, dass dieser Schlamassel sich selbst rückgängig machen und wieder ein heiles Glas Wein bilden könnte, scheint absurd. Aber gemäß den Gesetzen der Physik ist das möglich. Ich brauche hierzu nur sämtliche Bewegungen umzukehren. Jede Scherbe, jeder Tropfen Wein, jedes Molekül und Atom in Flüssigkeit, Glas, Tisch und Luft, alles muss seine Bewegung umkehren. Und los! Wenn es für die Gesetze der Physik keinen Unterschied macht, ob Gläser zerbrechen oder wieder heil werden, warum erleben wir das dann nie in unserem Alltag? Es muss irgendetwas geben, das wir nicht verstanden haben. Aber was? Was lenkt den Zeitpfeil? Unsere Suche nach Hinweisen zur Lösung dieses Rätsels führt uns auf einen Friedhof. Auf dem Wiener Friedhof, wo auch Beethoven, Brahms, Schubert und Strauss ruhen, steht das Grabmal eines österreichischen Physikers des 19. Jahrhunderts, Ludwig Boltzmann. Und hier ist eine elegante Gleichung eingraviert. S gleich K Logarithmus W. Es handelt sich um die mathematische Formulierung eines fundamentalen Konzepts, der Entropie. Entropie ist das Maß für etwas, mit dem wir alle vertraut sind, Unordnung oder Zufälligkeit. Sie ist ein wichtiger Begriff, denn alles im Universum neigt dazu, sich von Ordnung zu Unordnung zu bewegen. Nehmen wir ein Beispiel. Das hier ist mein Buch. Es hat 569 Seiten und ist sehr geordnet. Auf die erste Seite folgt die zweite, die dritte und so weiter. Aber nun reiße ich die Seiten heraus und lasse der Entropie ihren Lauf. Wie man sieht, sind die Seiten nun sehr ungeordnet. Der Grund dafür ist ganz einfach. Es gibt nur eine richtige Reihenfolge, aber eine gewaltige Zahl von Möglichkeiten für eine ungeordnete Verteilung der Seiten. Es ist daher viel wahrscheinlicher, dass sie in vollkommener Unordnung landen. Und das erleben wir im Alltag ständig. Die Dinge entwickeln sich von Ordnung zu Unordnung. In diesem Fall von einem akkurat gebundenen Buch zu zufällig verstreuten Seiten. Wo wir auch hinschauen, sehen wir Beispiele für Entropie oder Unordnung, die mit der Zeit zunimmt. Ein Ei zerbricht. Eiswürfel verlieren ihre geordnete Form, wenn sie schmelzen. Aufsteigende Rauchwolken verteilen sich im Raum. Geordnete Zustände werden zu ungeordneten Zuständen. Und das offenbar in Richtung eines Zeitpfeils. Wir können beobachten, dass die Unordnung in einer bestimmten Zeitrichtung zunimmt. Und so erkannte Boltzmann allmählich einen Zeitbogen. Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht beruht der Zeitpfeil auf der Neigung der Natur, einen Zustand immer größerer Unordnung anzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Aber diese Erklärung birgt noch ein kleines Problem. Wenn die Gesetze der Physik keinen Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft machen,
müsste die Entropie nicht nur in Richtung Zukunft, sondern auch in Richtung Vergangenheit zunehmen. Und das ergibt keinen Sinn. Das hieße, dass die Entropie in beide Richtungen zunehmen müsste, egal wohin wir blicken, zurück in die Vergangenheit oder nach vorn in die Zukunft. Das würde bedeuten, dass die Seiten meines Buches in der Vergangenheit ungeordnet wären und sich dann zu einem ordentlichen Buch zusammenfügen würden. Aber wann haben wir so etwas zuletzt gesehen? Wie können unsere Alltagserfahrungen in einem solchen Konflikt mit den Gesetzen der Physik stehen? Ein Puzzlestück fehlt da noch. Wenn wir sicher sind, dass die Vergangenheit geordneter war und die Unordnung mit der Zeit zunimmt, wie die Gleichungen der Entropie besagen, muss es außer den Gesetzen der Physik noch eine andere mögliche Erklärung geben. Nehmen wir einen Baseball. Die Gesetze der Physik können helfen, vorherzusagen, wo er landen wird. Aber dazu braucht es noch mehr. Wenn wir den Film zurückspulen, wird klar, dass wir auch die Ausgangsbedingungen kennen müssen. Etwa wie hart der Ball geschlagen wurde. Wenn die Gesetze der Physik den Zeitpfeil nicht erklären können, müssen wir daher die Ausgangsbedingungen des Universums betrachten. Und das führt uns zurück zum Urknall. Wäre die Geschichte des Universums ein Film, den wir zurückspulen könnten, würden wir eine zunehmende Ordnung beobachten, je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen. Unser heutiges Universum mit seinen Milliarden von ungleichmäßig gruppierten Galaxien würde zurück zu Wolken aus Gas und Staub zusammenschrumpfen. Wenn wir weit genug in die Vergangenheit zurückgehen, bewegen sich diese Gas- und Staubwolken immer näher aufeinander zu. Ihr Volumen wird immer kleiner. An einem bestimmten Punkt kommt diese Entwicklung dann zum Stillstand. Und wenn das hier der gesamte Raum ist, der zu allen Zeiten existierte, wird nun klar, dass es vor diesem Moment weder Raum noch Zeit gab. Die ultimative Quelle der Ordnung oder der niedrigen Entropie muss also der Urknall gewesen sein. Der Urknall ist ein höchst geordneter Zustand. Er ist wahrscheinlich das geordnetste Ereignis in der gesamten Physik. Alles, was danach kam, war in zunehmender Weise ungeordnet. Der Urknall erklärt, warum das Universum im Rückblick anders aussieht, als wenn wir in die Zukunft schauen. Es muss in seiner Frühzeit nicht nur anders als heute, sondern auch höchst geordnet ausgesehen haben. Warum, wissen wir nicht. Aber sicher ist, dass es eine Geburtsstunde des Universums gab, in der die Entropie niedrig war. Soweit wir wissen, hat also der Urknall den Zeitpfeil auf den Weg gebracht. Wir können uns das so vorstellen. So wie die gespeicherte Energie einer voll aufgezogenen Uhr im Laufe der Zeit freigesetzt wird, hat sich auch das Universum seit dem Urknall ausgeweitet und ist dabei immer ungeordneter geworden. Unser Universum wurde in einem ungewöhnlich geordneten Zustand geboren. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum die Zeit eine Richtung zu haben scheint. Wir wissen noch nicht, warum, aber die Tatsache, dass unser Universum in diesem höchst geordneten Zustand entstand, bedeutet, dass jedes zerbrechende Glas eine Entwicklung fortsetzt, die vor Milliarden von Jahren in Bewegung gesetzt wurde. Das Glas zerbricht, setzt sich aber nicht wieder zusammen, weil es der natürlichen Entwicklung von Ordnung zu Unordnung folgt, die mit dem Urknall begann. Wir bewegen uns immer nur von der Vergangenheit in die Zukunft. Und jede Veränderung um uns herum, von der Entstehung der Sterne bis hin zu unserem Leben, ist Teil dieser Welle zunehmender Unordnung im Universum, die den Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft ausmacht. Der Urknall könnte also den Zeitpfeil für unser Universum vorgegeben haben. Und alles, was seitdem geschehen ist, wäre dann Teil einer Entwicklung hin zu immer größerer Unordnung, die mit diesem Ereignis vor 13,7 Milliarden Jahren begann. Doch wenn die Zeit einen Anfang hatte und die Unordnung beständig wächst, hat die Zeit möglicherweise auch ein Ende. Wie also könnte das Universum in ferner Zukunft aussehen?
Jüngste Entdeckungen werfen ein neues Licht auf diese Frage. Die explosive Kraft des Urknalls bewirkte eine beschleunigte Expansion des Raums, mit der Folge, dass sich das Universum bis heute ausdehnt. Bis vor kurzem gingen wir davon aus, dass diese Ausdehnung sich verlangsamt. Stellen wir uns den Weltraum mit seinen Galaxien als eine Art fahrendes Auto vor. Sie hören WUNI, den Sternensender des Kosmos. Sobald der Fahrer seinen Fuß vom Gaspedal nimmt, wird der Wagen allmählich langsamer. Wir glaubten, das Universum würde sich in ähnlicher Weise immer langsamer ausdehnen. Aber Astronomen haben herausgefunden, dass sich die Ausdehnung des Universums nicht verlangsamt, sondern im Gegenteil sogar beschleunigt. So als würde der Fahrer das Gaspedal durchdrücken und einen Turbogang einlegen, der das Tempo immer weiter erhöht. Und genauso beschleunigt sich die Ausdehnung des Universums immer weiter. Dass sich die Expansion in Zukunft beschleunigen wird, widerspricht absolut unserer gewohnten Denkweise. Dies wird in der Zukunft sehr seltsame Auswirkungen haben. Da sich die Ausdehnung unseres Universums beschleunigt, werden in ferner Zukunft, in etwa 100 Milliarden Jahren, alle anderen Galaxien außer Sicht gerast sein. Und unsere eigene Galaxie wird allein im Nirgendwo liegen. Für unsere Nachkommen wird das einen großen Verlust darstellen. Da das Licht ferner Galaxien bis zur Erde so weite Wege zurückzulegen hat, ist ein Blick auf sie gleichzeitig ein Blick zurück in die Zeit. In ferner Zukunft, wenn diese weit entfernten Galaxien nicht mehr sichtbar sein werden, wird die Vergangenheit für Astronomen daher in kosmischer Hinsicht unerreichbar sein. Was das Ende der Zeit betrifft, besagt eine Theorie, dass der Kosmos irgendwann von schwarzen Löchern beherrscht werden wird. Schließlich werden auch diese verdampft sein. Dann werden nur noch Partikel übrig sein, die ziellos durch den Weltraum treiben. In einer fernen Zukunft, in der alles zerfallen und beseitigt ist, wird es keine Veränderung mehr geben. Und ohne Veränderung können wir auch den Fluss der Zeit nicht mehr wahrnehmen. Wo es keine Ereignisse mehr gibt, ist Zeit nicht einmal mehr vorstellbar. Selbst die Richtung der Zeit wird nicht mehr erkennbar sein. Die Zeit wird eines Tages in einem sehr realen Sinn ihre Bedeutung verloren haben. Vor rund 350 Jahren schrieb Isaac Newton, der einer der ersten Wissenschaftler war, die über die Zeit nachdachten, dass er Zeit nicht zu definieren bräuchte, weil jeder wüsste, was das sei. Aber um unsere persönliche Erfahrung der Zeit mit ihrer wahren Natur in Einklang zu bringen, waren wir gezwungen, einige unserer tiefsten Überzeugungen in Frage zu stellen. Wir wissen heute, dass jedes Ereignis, das sich von Ordnung zu Unordnung bewegt, mit dem Urknall verbunden ist, der uns auch den Zeitpfeil vorgibt. Die Vorstellung, dass das Universum von einer universellen Zeit regiert wird, wurde durch eine Theorie ersetzt, nach der jeder von uns seine individuelle Zeitwahrnehmung hat. Und der Fluss der Zeit, der uns so wirklich erscheint, ist vielleicht nichts weiter als eine Illusion. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind wahrscheinlich gleichermaßen real. Unsere alltägliche Erfahrung der Zeit wird immer eine Bedeutung haben. Wir werden uns weiterhin vorstellen, dass die Zeit universell ist, dass die Vergangenheit vergangen ist und die Zukunft noch bevorsteht. Doch dank unserer wissenschaftlichen Entdeckungen können wir jenseits unserer Alltagserfahrungen erkennen, dass wir Teil einer weitaus komplexeren Realität sind.